Heute geht's wieder um die WM. Ich mache ein hübsches kleines WM-Armband mit euch. Es ist ganz einfach, es sind nur Luftmaschenketten und Knoten. Und Knoten machen wir auch nur zwei. Das andere sind ja alles nur Schlingen. Das ist ganz flexibel, weil es ja Luftmaschen sind. Das lässt sich einfach übers Handgelenk drüber streifen. Das stellt im Prinzip jeder dann selber für sich ein, wie breit er das macht, wie lang er das macht, wie fest das macht. So sieht es dann aus, so liegt es auf dem Handgelenk. Einmal eben wieder abrollen. Das Ganze habe ich mit einer 5er-Nadel gehäkelt. Ich habe 3 Fäden gleichzeitig verhäkelt, das geht also ganz, ganz fix. Ich habe klassische Baumwolle dafür benutzt. Meine Wolle Prolana Basic Cotton in Schwarz, Gold und auch in Rot. Da sind die 3. Ups, meine Hände sind zu klein für 3 Wollen. So, da sind sie. Die haben eine Stärke von 3 bis 3,5. Um das Ganze schön eng zusammen zu machen, habe ich eben direkt die 5er dafür benutzt. Man kann auch, wenn man das Ganze lockerer haben will, natürlich eine größere Nadel machen. Oder man macht sich 3 kleinere Bänder und nimmt eine kleinere Nadel und häkelt die Bänder einzeln und macht sich dann vielleicht ein Armband oder 2 und trägt die dann alle zusammen. So, und jetzt geht's gleich los mit der Anleitung für die Luftmaschenketten. So, los geht's mit unseren Armbändern. Ich habe hier alle 3 Farben einmal zusammengebunden, dass das auch schön alles auf einer Höhe ist für meinen Anfang. Dann mache ich ganz klassisch die Schlaufe, um Luftmaschen zu häkeln. Nadel durch und schön festziehen. Und wir fangen an. Erste Luftmasche, zweite Luftmasche, dritte, vierte. Na, willst du wohl. Und wir kriegen, wir sehen direkt, das ist ein schönes Farbspiel. Die Bänder laufen schön durcheinander und hat ein ganz schönes Ergebnis. Ich hole mal eine Ecke mehr Faden. So. Das Ganze macht man dann so lange, bis man ein lang genuges Stück hat, um so 4 bis 6 Mal ums Handgelenk zu schlingen. Ich mache das jetzt einfach mal weiter. Es geht relativ zügig. Muss halt nur aufpassen, dass man immer schön alle Fäden mitnimmt. Sonst geht das dann ganz schnell, dass man einen zu wenig drauf hat und dann passt es dann mit den Farben einfach nicht mehr. So. Das soll jetzt reichen. Das läuft jetzt. Hier ist das Ganze einmal. Hier liegt es. Dann hole ich die Schere. Ja, die Schere geholt. Schneide das Ganze einmal ab. Ziehe es einmal durch. Festziehen. Hier unten können wir es auch festziehen. Haben wir beide Enden hier. Einfach die Enden schön miteinander verknoten. Festziehen. Am besten noch einen dritten drauf machen, dann hält das alles noch ein Stück besser. So. Können wir es schon mal ums Handgelenk ausprobieren. Ich habe jetzt das Ganze 4-mal drum. Man kann auch einzelne machen. Macht man 1 oder 2 in jeder Farbe. Hat man 1 in Gold, 1 in Schwarz, 1 in Rot. Ist bestimmt auch ganz hübsch. So,
Dann machen wir das. Kann man es entweder so lassen, das hat dann nur ein bisschen mehr Spiel hier. Oder ich nehme es nochmal ab. Wenn man das Ganze fixieren möchte, legt man es in die vier Kreise. So. Und knotet es. Hier haben wir die beiden Enden. Die lege ich einmal rum. Und mach um das Ganze am Ende hier nochmal einen schönen festen Knoten. Man muss darauf achten, dass alle drei, nein, vier habe ich ja, je nachdem, wie viele man hat, gleich groß sind. Machen wir hier nochmal einen Knoten drauf. Schön festziehen. Dann können wir die Enden noch abschneiden. Haben wir das Ganze fixiert, dann ist es keine lange Kette mehr, sondern tatsächlich vier Armbänder, die weil sie schön locker sind, sich gut über das Handgelenk rollen lassen und hier schön fest dran sitzen. Vier Stück. Hübsch. Und ich bin für die WM ausgerüstet, würde ich sagen. Okay.